Viele träumen ja von einem Studium im Bereich Kunst oder Design, aber der Weg dahin ist oft ziemlich mühsam. Voraussetzung ist nämlich eine Bewerbungsmappe mit, wie es immer so schön heißt, aussagekräftigen Arbeitsproben. Nur hat die nicht jeder, der gerade sein Abi gemacht hat oder die Zeichnungen und Bilder sind nicht gut genug. Die Kulturstiftung Würselen hilft jetzt mit einem neuen Projekt angehenden Kreativstudenten, eine richtig gute Mappe auf die Beine zu stellen. Die brauchen nämlich alle, egal wie ihre Berufswünsche dann mal aussehen. Ich möchte Kunsttherapie studieren, weil ich die Kunst mit dem Sozialen verbinden möchte. Ich möchte Kunst auf Lehramt studieren, weil ich gerne die kreative Seite der Schüler wecken möchte. Sie wollen sich an verschiedenen deutschen Hochschulen um einen Studienplatz bewerben. Beide haben bereits zu Hause angefangen, dafür zu arbeiten. Doch sind die Bilder, die sie bis jetzt in den Mappen haben, gut genug, um an einer Hochschule angenommen zu werden? Hat noch keine Tiefe, die Zeichnung. Die können wir gerne neu bearbeiten. Mhm. Dann hast du hier Porträts gemacht. An der Kunstakademie in Würselen schaut sich Brigitte Faust die Arbeiten der beiden Studienbewerber an. Sie weiß, was in eine gute Bewerbungsmappe gehört, denn sie ist nicht nur selbst Designerin, sondern auch Dozentin an der Akademie der Bildenden Künste in Maastricht. Dort sieht sie Jahr für Jahr, womit Studienanwärter sich bewerben. Wir haben gemerkt, dass das Ausbildungsniveau auf den Schulen immer schlechter geworden ist. Die Hochschulen haben damit Probleme. Und deshalb haben wir gesagt, okay, setzen wir jetzt hier mal einen Mappenkurs ein. Mythos Mappe. Unter dem Titel sind bereits Bücher veröffentlicht worden. Denn viele, die sich für dieses Studium interessieren, denken offenbar, Design ist reine Kreativität und Entfaltung. Damit ist es aber nicht getan, meint Produktdesigner Manfred Wagner. Es gibt einfach so viel, ich will mal sagen, falsches Wissen über Design. Also viele kommen einfach komplett unvorbereitet. Er ist Dozent im Fachbereich Gestaltung und Produktdesign an der Fachhochschule Aachen. Design ist dreidimensional und oft auch funktional, erklärt er. Das erkennen anscheinend viele Studenten nicht. Man nimmt etwas und dann zeichnet man das ab. Nur da steckt ja was ganz anderes dahinter. Und das ist das, was wir auch immer versuchen bewusst zu machen, dass es um das geht, was das eigentlich tut und nicht, wie es eigentlich nur aussieht. Und wenn man das jetzt abzeichnet, dann hat man eine Illustration. Besuchen wir eine Hochschule und schauen, wer es hierher geschafft hat. An der Akademie der Bildenden Künste in Maastricht kann man beispielsweise Produkt- oder Mediendesign studieren, aber auch Kunst. Die Studierenden haben hier den großen Vorteil, sich im ersten Jahr noch für keine bestimmte Fachrichtung entscheiden zu müssen. Und viele scheinen tatsächlich zunächst ihre Kreativität entfalten zu wollen. Ich wollte Kunst studieren, weil es in meiner Familie liegt und weil es mir einfach den Spaß ins Leben bringt. Ich wollte Kunst studieren, um neue Erfahrungen in verschiedenen Techniken zu sammeln. In Maastricht wird gar nicht so viel Gewicht auf den Inhalt der Mappe gelegt, sondern darauf, welche Motivation ein Student mitbringt, so ein Dozent. Ausschlaggebend ist eigentlich mehr die Mappe und die Geschichte, was dazu erzählt wird. Und dann gucken wir, ob so ein Student auch offen steht für Bemerkungen. Die Studenten sollen also vor allem neugierig sein und zeigen, dass sie lernen wollen. Das tun Jan und Anna, sonst wären sie ja nicht im Mappenkurs. Vor einer Bewerbung jedoch sollten sie an der Hochschule selbst ins Studium reinschnuppern. Das empfehlen alle Dozenten dringend.